Hallihallo, ich begrüße dich ganz herzlich hier auf meinem Kanal und wir schauen auf das Thema Liebe. Ich werde jetzt heute dich unter die Lupe nehmen. Das ist den meisten nicht so recht. Aber indem ich das tue, kann es genauso gut sein, dass ich hier punktgenau deinen Herzensmenschen beschreibe, weil er halt eben diese Verbundenheit habt. Ich möchte mich vorneweg bedanken für all diejenigen, die mir ein Abo schenken oder einen Kommentar hinterlassen oder ein Like. Das ist ein Zeichen für mich, dass meine Arbeit geschätzt wird und dafür bedanke ich mich im Voraus schon mal sehr. Und jetzt fangen wir an und ich wüsste ganz gerne mal, was denn eure gemeinsame Energie heute ist. Ups. Ja, diese Karte, die zeigt sich häufig. Ah ja, wichtig für dein Gegenüber und vielleicht auch für dich, rede mit deinem Partner nicht über ihn. Das ist so ein Verhalten, was Menschen gerne an den Tag legen, wenn das Gegenüber schweigt und man nicht so genau weiß, wie gehe ich jetzt damit um. Dann sucht man sich eine gute Freundin oder einen guten Freund. Und versucht mit diesem Freund die Partnerschaft zu analysieren. Das ist auch manchmal inspirierend und trotzdem steckt ja niemand in dieser Verbindung, nur du und dein Partner. Es ist manchmal sinnvoller aus meiner Sicht und alles, was ich erzähle, ist nur meine Sicht der Dinge. Wenn jetzt jemand hier ein Problem mit dem, was ich erzähle, haben sollte, der klickt mich einfach bitte aus, denn ich möchte niemanden in irgendeine Richtung drängen. Aber was ich doch ganz gut kann, ist, die Menschen zu inspirieren. Und aus dem Grund bin ich hier. Und ich möchte nochmal betonen, es ist eine allgemeine Legung, kann, muss aber nicht auf dich zutreffen. Also, und die Frage ist, warum wählst du nicht den direkten Weg, um mit deinem Partner zu sprechen? Warum ist das, was der gute Freund, die gute Freundin sagt, häufig wertvoller als das, was dein Bauchgefühl dir zu erzählen hat. Manche haben Angst vor der Reaktion des Partners. Manche lieben es aber auch noch, über den Partner herzuziehen. Und wenn dann noch jemand sagt, ja, hast aber recht, der hat sich da völlig daneben benommen, dann fühlst du dich bestätigt und dann fühlst du dich im Recht. Aber mit Liebe hat das nicht unbedingt dann was zu tun. Also, diese Karte wird dann, bevor ich jetzt wieder hier ausufere und das ein ellenlanges Orakel wird, diese Karte möchte dich einfach nur auffordern, wenn es irgendetwas gibt, das einer Klärung bedarf, dann rede mit deinem Partner darüber und nicht mit anderen Menschen über ihn. Weil sonst triffst du wahrscheinlich auch eine Entscheidung, die nicht deine ist, weil Menschen halt wirklich gut manipulieren können. Mach dies, mach das, mach jenes. Zweite Karte, darauf steht, Partnerschaft ist die beste Möglichkeit, mit alten Wunden in Kontakt zu kommen und sie für immer zu heilen. Und solltest du einen Partner an deiner Seite haben, und ich gucke ja hier vorzugsweise für den Dualseelenprozess, aber das kann man nennen, wie man will, weil wirklich jeder Mensch mit jedem anderen, mit dem er irgendwie eine tiefere Beziehung eingeht, was auf Seelenebene zu tun hat. Ja, und wenn jemand in der Lage ist, Salz in deine Wunden zu streuen, dich zu spiegeln bis ins letzte Detail, dann ist das dein Partner. Und solange da noch Wunden sind, dann ist das natürlich unschön, wenn es weh tut. Aber dann bittet das Universum dich, dir deine Wunden anzuschauen, damit du wieder in deine Wahrhaftigkeit zurückfinden kannst. Denn wir sind dann nun mal einfach ein Produkt unserer Vergangenheit. Und ich fange jetzt nicht schon wieder mit der Kindheit an. Dazu gibt es genügend Videos, wo ich da wirklich ausreichend und ausschweifend was zu erklärt habe. Mit diesen beiden Karten ist angezeigt, versteck dich nicht vor deinem Partner, geh in die Konfrontation, lass die Dinge raus, die dich belasten. Auch auf die Gefahr hin, dass dein Gegenüber da vielleicht auch nochmal die Keule rausholt. Das mag am Anfang unschön sein, zeigt dir aber eben noch deine ja, Wunden, Seelenverletzungen
Und das passiert ja nur aus dem Grund, dass du für dich dir die Dinge nochmal genau anschauen darfst und in die Heilung bringen darfst. So, ich habe aber gesagt, ich lege auf einen von euch und ich habe ja gesagt, ich lege auf dich und das mache ich jetzt auch. Nee, ich mache eine Gegenüberstellung, komm, ist egal. In welcher Energie steckst du? Und in welcher Energie dein Otto? Der heißt hier nur Otto, weil das ein Spiegelname ist und das ist sein Auftrag, dich so zu spiegeln, dass du eben deine Wunden dir nochmal anguckst. Die einen versinken da dann in diesem Elend und bemitleiden sich selbst, damit kommst du aber nicht weit. Das sind dann die, die zu einer Freundin gehen und die Freundin halt eben noch Bestätigung gibt, dass du im Recht bist, aber die Liebe, da geht es nicht darum, dass jemand Recht hat. Oh, du bist aber eigentlich ganz gut aufgestellt. Frag mich dann nicht, warum diese beiden Überschriften hier liegen. Vielleicht, weil das nochmal ein Thema gewesen ist zwischen euch beiden. Du bist voller Leidenschaft für diese Beziehung und du hast auch das Empfinden, dass jetzt hier eine hohe Zeit auf euch zukommen möchte. Er ist bei der Arbeit, er hat unendlich viele Karten. Die deute ich jetzt auch nicht alle einzeln, aber. So im Kontext sieht man schon, dass es ihm in seinem Leben an Liebe, an wahrhaftiger Liebe mangelt und auch an Leidenschaft kommt für ihn zu kurzer Zeit und er möchte, weil die meisten hier in meinem Kollektiv doch eine Fernbeziehung führen, er möchte diese Liebe in diese Welt integrieren und bekommt in diesem Portal, wo wir uns gerade befinden, ziemlich viele Geistesblitze, Erkenntnisse und die Liebenden, ja, diese Liebe, die bedeutet ihm sehr viel. Aber er stellt so für sich fest, dass er in der letzten Zeit mehr im Vermissensmodus war, als dass die Fülle sich eingestellt hätte. Das hat ihn noch mal ein bisschen in die Knie gezwungen und auch ein bisschen frustriert gemacht. Aber jetzt haben wir hier den König der Kelche, der mit viel Gefühl in deine Richtung auftrumpft. Allerdings fehlt es ihm in eurer Beziehung manchmal an Leidenschaft und manchmal gibst du ihm auch das Gefühl, dass er ein kleiner Junge an deiner Seite ist, der es besser wissen könnte, aber im Grunde, im Grunde weißt du es besser. Und das Thema hat man gestern, das Ding mit dem Recht haben, aus den Augen eines jeden Menschen hat jeder Mensch Recht. Und wir sind ja auch nicht dazu da, die anderen zu bekehren, sondern nur zu inspirieren. Und jeder hat ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Das steht ja sogar im Grundgesetz. Warum ist das in der Liebe nicht erlaubt? Das ist so eine Frage, die ich einfach mal in den Raum stellen möchte. Was darf ich noch über dich und die nächsten 24 Stunden erzählen? Oh, die will es sein. Und für die andere Seite. Danke. Also für dich haben wir hier den Traumtänzer. Das ist so eine Sache im Kollektiv, dass hier mit den Ottos sehr viel vorstellbar ist, es aber sich für viele schon eine Weile zieht, weil Otto einfach keine Entscheidung treffen möchte. Und da wirst du aber auch immer wieder durch dieses Verhalten, das er manchmal darbietet, auf einen Prüfstand gestellt, ob du wirklich an deine Träume glaubst. Ob du auch was dafür tust, deine Träume in die Tat umzusetzen oder ob du dich damit zufrieden gibst, so ein bisschen dich einer Illusion hinzugeben, über die Vergangenheit nachzudenken, darin zu schwelgen, ob es dir reicht, einfach nur so ein bisschen Gedankenspielchen zu haben,
was denn jetzt zu tun ist, wie er denn über dich denkt, wie er denn über euch denkt und so weiter. Also das liegt in deiner Hand, ob du mit in deiner Hand, ob du was dafür tust, damit diese Träume zwischen euch beiden oder deine Träume in Erfüllung gehen können. Auch die Träume dein Leben betreffend, weil das ist ja nicht alles nur Otto, was das Leben regiert. Ja, er hat auch hier wie Mitgliederbereich den Wüstenprinz. Er denkt über Menschen nach, die ihm falsche Versprechungen gemacht haben. Er denkt aber auch darüber nach, dass er manchmal dieses Verhalten übernommen hat und dir vielleicht auch schon Versprechungen gemacht hat, die er bisher noch nicht eingelöst hat. Jo, das heißt, er reflektiert sich gerade selbst. Ich hätte noch gern ein Kärtchen mehr. Du darfst dir, wenn du möchtest, nochmal folgende Frage stellen. Oh, eine reicht aber. Nehmen wir die. Und der Otto. Danke. Wo kann ich nach mehr Hilfe fragen in meinem Leben? Muss ich wirklich alles alleine machen? Bin ich der geborene Einzelkämpfer? Natürlich hat das Leben uns zu einem solchen gemacht. Wenn man dich als Kind viel allein gelassen hast, dann hat oder wenn Menschen, die dir Hilfe angeboten haben, immer nur versucht haben, dich dadurch in so eine komische Position zu bringen. Also manche Menschen haben ja so eine subtile Art an sich, die bieten Hilfe an und machen aber immer wieder darauf aufmerksam, welche gute Tat sie denn vollbringen. So dass man manchmal dann denkt, okay, dann schaue ich beim nächsten Mal, dass ich die Dinge alleine regle. Aber trotzdem ist es ja auch wichtig, eine Gemeinschaft zu gründen. Und ich sage an dieser Stelle mal Dankeschön für all die Menschen, die mir so, so, so hilfreich zur Seite gestanden haben in der letzten Woche, wo ich irgendwo auch mal echt einen Durchhänger hatte. Viele haben sich dann einfach versteckt unter Sorgenordnung gewesen, aber andere, die oft im Hintergrund einfach nur sich verhalten haben. Die kamen sehr empathisch um die Ecke und haben mir auch gute Inspirationen gegeben für meinen Weg. Und an dieser Stelle nochmal Dankeschön. Also, wo kann ich nach mehr Hilfe fragen? Und so wie es aussieht, ist das eine Aufgabe, die du dir stellen darfst. Wen darfst du nach Hilfe fragen und diese Hilfe auch mit offenem Herzen empfangen? Ja, ich habe meinen Otto um Hilfe gebeten. Das ist die Hilfe, die ich am meisten brauche in solchen Fällen. Aber eben war ich auch dankbar für die anderen Menschen, die mich so auffangen konnten, wie es mir gut getan hat. Ja, manchmal ist das wichtig, andere Menschen einfach mal zu bitten, weil man kann sich in viel hineinspüren, alles nicht. Ja, und Otto, das ist sehr interessant. Otto darf sich die Frage stellen, wie wäre denn das Leben, wenn es einfach nur einfach wäre? Ja, darüber kann ich mich echt jetzt amüsieren. Das wäre was. Das ist was, das kennt er nicht. Wenn es einfach nur einfach wäre. Wenn er einfach nur mal leben würde. Wenn er einfach nur mal genießen würde. Wenn er nicht das Leben schon bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchgeplant hätte, was wäre denn dann? Die Karte liegt ja nicht umsonst jetzt hier an seiner Seite. Vielleicht ist es ein Gedanke, der schon in ihm brodelt. Sollten hier einige aus dem Otto-Team zuschauen, ne? Weil manchmal vermischen sich die Seiten ja auch. Dann ist die Aufgabe, sich mal 10 Möglichkeiten aufzuschreiben, die deine Seele als ideal empfinden würde. Und sich jeden Tag vorzunehmen, dass das Leben leicht ist. Und du einfach nur Ja dazu sagen musst. Nimm dir das Universum ins Boot. Spiel mit dem Universum. Wenn es dann irgendetwas mangelt, dann ist da schon eine negative Schwingung drin. Wenn du aber sagst, ich wünsche mir das. Oder am besten in meinem Leben
ist dies und das. Dann kann das Universum besser mit dir arbeiten und dir auch dann präziser helfen, diese Wünsche in die Tat umzusetzen. Ich habe jetzt lange geredet, ich mache einen Spoiler und schaue mir mal an, was in den nächsten 24 Stunden deine Hauptüberschrift ist. Und was kommt auf den Otto zu? Otto, danke. Also, wir haben hier die Sonne. Du bist ein Leuchtfeuer in diesem Kollektiv und du denkst aber gerade an dich. Was auch wichtig ist, weil wenn man nicht in seiner Mitte ist, da bleibt einem nichts anderes übrig, als wirklich an sich zu denken, weil wenn man dann seine Energie an andere verschenkt, dann fängt man an zu straucheln und damit ist ja dann keinem gedient. Ja, wir gucken, was die Legung weitererzählen möchte hier. Auf der Karte steht, bist du in der Lage, einen liebenden Gedanken irgendwo hinzusenden. Und er hat das Ende des Winters hier auf seiner Karte, na immerhin. Das heißt, er fängt an, sich zu regenerieren. Die Wiedergeburt steht hier drauf und ein positives Outcome. Dann mal los, Otto. Dann gucken wir mal. Und ich nehme für beide, ach komm, die sind kleiner, die Karten sind handlicher, muss ich mich nicht so anstrengen. Was ist es genau, was in den nächsten 24 Stunden dein Thema ist? Da kommt nur eine Karte. Was hat es auf sich mit deinem Mangeldenken? Was hat es auf sich mit dem Mangel in dir selbst? Was hat es mit deinem Selbstwert auf sich? Warum hast du immer das Empfinden, hup, da fällt noch was raus, das will noch mitgedeutet werden, dass alles erklärt werden muss? Du schaust dein Herz allerliebsten hier nicht an, würdest es aber tun, würdest mal mit dem Herzen hinhorchen, dann wüsstest du ganz genau, was Sache ist zwischen euch beiden. Und manchmal ist ein Lächeln zwischen zwei Menschen mehr wert als tausend Worte, das ist wirklich so. Weil so ein Lächeln stellt wieder Leichtigkeit her, egal wie schlimm das Gewitter zwischen euch gewesen ist. Dann gucken wir auf ihn mit den anderen Lennys. Seine nächsten 24 Stunden. Das ist leider so eine Geschichte, die Menschheit noch gut drauf hat. Wenn jemand nach meiner Pfeife tanzt, dann belohne ich. Und wenn jemand was macht, was mir nicht schmeckt, dann bestrafe ich. Das geht mir jedes Mal so, wenn ich irgendwas sage, was separiert. Zack, Abonnenten weg. Die meisten kommen aber wieder, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Wenn ich jemand abonniere, weil er irgendwann mal was gemacht hat, was mir gut gefallen hat, dann bleibe ich doch da. Mich kostet doch das Abo nichts. Ja, er sieht jetzt hier mit weisen Augen nochmal dich an, nimmt dich unter die Lupe, wird auch vorbeikommen und das Seelenband erspüren. Spürt er dann, dass du im Mangel bist, könnte sein, dass das ganze schöne Konstrukt, was er sich da jetzt erarbeitet hat, nochmal erschüttert wird. Bist aber gut drauf. Wird er friedlich um die Ecke kommen, vielleicht auch leidenschaftlich, vor allen Dingen aber im Spielmodus. Und möchte hier für manche schon eine Einladung aussprechen und was an die Öffentlichkeit bringen, was mit eurer Wunscherfüllung zu tun hat. Aber dafür braucht es ein an ihn Glauben, weil in seinem Leben hat er genug Leute gehabt, die ihm Dinge unterstellt haben, die nicht an ihn geglaubt haben. Das ist die Legung für heute, war jetzt wieder ein bisschen länger, tut mir leid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest auf irgendeine Art und Weise. Und bleib mir gesund. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.